Wunderschön. Guten Morgen. Ich bin müde. Ich auch, aber er noch mehr als ich. Ja. Wir sind um 4 Uhr heute aufgestanden und er ist erst um 2 ins Bett gegangen ungefähr. Wegen dem letzten Video. Weil es dann noch nicht fertig geladen hatte. Und um 4 mussten wir noch ein paar Sachen bearbeiten, deswegen sind wir noch früher aufgestanden. 5.30 Uhr ging es dann los. Da wurden wir dann quasi mit dem Bus abgeholt und sind jetzt schon fast 2 Stunden gefahren. Echt? Ja, es ist, schon, ist glaube ich schon 8 oder so. Weiß es nicht. Jetzt ist 8 Uhr genau, Punkt 8 Uhr. Ja. Um 6 sind wir losgefahren. Nee, 6 sind wir losgefahren. 6.15 Uhr ungefähr. Ja. Und jetzt geht es noch mit dem Boot weiter und danach nochmal mit dem kleinen Boot. Ja, das ist ein Schnellboot, danach ein langsames Boot. Nee, das ist ein Schnellboot, das ist auch ein Schnellboot, das ist auch ein Motorboot. Ja, aber ein langsames. Ja, das ist ein kleines Motorboot. Ja, genau. So, und da fahren wir, glaube ich, mit dem Kleinen auch nochmal 4 Stunden oder so. Wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon unterwegs. Wir sind angekommen gestern Abend relativ spät, im Dunkeln schon. Wir mussten dann mit Taschenlampen auf dem Boot fahren. Glaube ich fast 1,5 Stunden im Dunkeln mit so einem kleinen Motorboot. Also. Ja, sind wir dann über den Fluss gefahren hier. Wir sind gestern angekommen. Wir sind im Tapiche-Reservat. Das ist halt ein geschützter Teil vom Dschungel. Und jetzt sind wir hier und sind auf dem Boot. Und es ist, glaube ich, nicht mal 6 Uhr morgens. Nein. Ich glaube, es ist 17:45 oder 10 vor 6 oder so. Nee, ein bisschen später. 17:45. 47. Also fast 17:45. Ja, und jetzt mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich sehr, obwohl ich echt Angst habe vor Insekten. Gestern war schön. Ich durfte dann vorne sitzen im Boot. Ich habe mich gefreut wie so ein kleiner Junge. Da ein Vogel, da ein Tier. Ja, das war sehr interessant auf jeden Fall gestern schon. Wir haben gestern auch schon Flussdelfine. Also ich habe Flussdelfine gesehen. Ich auch. Stimmt, du später. Auch. Flussdelfine und eine Schlange im Wasser. Ich hoffe, dass die Aufnahmen ganz gut sind. Ihr habt es ja sonst auch schon gesehen. Jetzt bin ich ganz gespannt, was heute so abgeht. We'll be right back.
Wir sind wieder zurückgekommen und zwar um 14.40 Uhr oder so. Keine Ahnung. 14.40 Uhr, das heißt, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 8 Stunden, 9 Stunden haben wir da rumgelaufen. Sind wir da rumgelaufen, es war sehr, sehr anstrengend. Mit wenig Wasser auch, nur 2 Liter. Mit wenig auch Wasser, ja, nur 2 Liter. Ja. Also von einer Skala von 1 bis 10. Und 10 ist, ich kann nicht mehr, ich will heulen, war es für mich eine 8,5. Für dich? Mein Rücken tut weh. Also eine 9 oder was? Nein, immer einer weniger als du. Also 7,5, okay. Schon länger aus Trotz. So, jetzt hatten wir kaum Verschnaufpause, wir sind quasi schon in der Dusche gesprungen, haben was gegessen, eine halbe Stunde später. Und jetzt geht's gleich aufs Boot. Yay. Ja, los geht's. Nächster Tag. Genau. Nächster Tag, neue Tour. Ja, gestern war gar nicht so schlimm. Also wir sind nur Boot gefahren. Ja, gestern danach war es schön, nur noch Boot fahren dann. Und heute ist jetzt wieder, ich glaube, wieder ein bisschen Spaziergang angesagt. Mal gucken. Ob es wieder 9 Stunden werden. Ja, mal schauen. Genau. Jetzt fertig machen und los geht's, ne? Wir sind übrigens schon mittlerweile wieder zurück. War eine schöne Tour. Wir haben schöne Sachen gesehen, ne? Ja, ich wollte euch mal noch hier so zeigen, wie es jetzt hier eigentlich so aussieht. Damit ihr mal wisst, wie es hier so aussieht. Es gibt hier übrigens auch Hühner. Ich glaube irgendwas um die 56 Stück oder so.
Die legen immer Eier, also gibt es hier ganz viele Eier. Und heute wurde eins geschlachtet, da gab es eins zum Mittagessen. So, da haben wir die Anlegestelle. Dann haben wir hier einen Steg, weil das hier manchmal überflutet ist. Und dann geht es da hinten lang. Und da ist dann das Ganze. Es wurde hier für den Bau kein einziger Baum gefällt. Also es war wirklich alles schon Totholz und damit haben sie dann das alles nach und nach gebaut. So, das hier vorne ist die Küche, da gibt es immer Essen. Hier wohnen ein paar Leute, da sind Hängematten drin, da schlafen aber auch gerade ein paar Arbeiter. Hier ist ein Haus, da schlafen Nora und Jakob und wir sind da hinten. In dem. Und hier sind die Babyschildkröten drin. Die werden dann rausgelassen. Jetzt sind sie alle abgehauen, weil sie Angst vor mir haben. Da unten ist noch eine, guck mal. Da. Das sind die Babyschildkröten, die werden rausgelassen hier in die freie Natur. Wenn sie alt genug sind und groß genug sind. Wir wollten euch noch gute Nacht. Wir wollten auch gute Nacht sagen, jetzt ist gerade der Generator ausgegangen. Wir dachten, wir schaffen es. Warte, ich habe lange Namen. Es ist gerade der Generator ausgegangen. Man hat hier nämlich immer mit dem Generatorlicht für ungefähr so 2 Stunden. Hm. Mehr oder weniger, immer so zum Abendessen. Ja. Ja. Was ich noch sagen wollte, wir haben echt eine gute Gruppe erwischt. Also ja, sind mega. Saufreundlich. Also. Die sind echt cool drauf, alle davon. Ja. Wir sehen uns dann morgen früh. Genau. Bis morgen. Am Aussichtsturm angekommen. Mhm. Wir sind kurzzeitig durch meine Hölle gefahren. Gras, grünes Gras. Ja, und zwar auf dem Wasser, das sind solche Wasserpflanzen und das war halt so wie hohes Gras und da waren halt einfach nur 1000 Spinnen. Und halt nicht kleine Spinnen, sondern die waren halt locker so der Durchmesser, wenn nicht sogar manchmal größer und manchmal auch ein bisschen kleiner und das ist meine Hölle. Ich habe gerade auch ein bisschen geheult. Jetzt wird erstmal gegessen. Ja, es wird. Thank you.
Wir sind gerade noch in der zweiten Community. Er bezahlt hier übrigens den Kindern die Schule. Und zwar hat er den Deal mit denen, dass sie einfach nicht jagen gehen und er bezahlt dafür die Schule. Man denkt sich trotzdem, dass das Geld nicht wirklich in die Kinder fließt, eher in den Alkohol. Ja. So war die Aussage, ne? Ich glaube bei den Kindern jetzt hier nicht. Ja, aber generell meine ich. Sie haben halt viel, also die haben hier viel Probleme mit Alkohol einfach. Also sie versaufen sehr schnell das Geld einfach auch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er genau diese Communities meinte oder nicht. Auf jeden Fall ist der Deal, sie jagen nicht und dafür bezahlt er die Schule und er versucht ihnen auch andere Möglichkeiten zu geben, außer das Jagen. Weil normalerweise hast du hier im Dschungel nicht so viele Möglichkeiten, weil sie einfach auch nicht wissen, was hier ist. Und wir dürfen Zettel ziehen und ausloten, entscheiden welche sozusagen, Kinder dieses Jahr dran sind mit. So wie Tribute von Panem, nur ja, positiv. Ja genau, nur positiv. Hallo, zwei Tage später. Wir sind wieder in Iquitos. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt nochmal ein kleines Fazit. Und wir reden erstmal nochmal drüber, weil wir haben vorhin was Falsches gesagt. Wir sagten nämlich, er ist sich nicht sicher, ob das Geld bei den Kindern ankommt. Es kommt zu 100% bei den Kindern an. Er geht hin, er gibt den Menschen nicht einfach so das Geld, sondern er geht hin und kauft alles, was sie brauchen für die Schule. Das bedeutet, alles kommt wirklich bei den Kindern an. Das mit dem Alkohol ist einfach allgemein hier ein Problem in Peru, aber das haben sie auch in Chile und in Argentinien auch. Da trinken sie auch sehr gerne ein über Durst. Gut, ich wollte sagen, Butter bei die Fische, wollte ich noch los sein. Überlegen wir uns, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen, würden wir wiederkommen, noch was? Wir können noch ein bisschen was über das Projekt erzählen, was er alles noch aufgebaut hat und wie hart die Arbeit hier war. Okay. Da würde ich gerne dann fangen wir mal an. Was hat uns nicht gefallen, oder? Ja, das war einzige war bei mich halt wirklich die Moskitos. Aber Moskitos. Genau. Hola. Hallo. Ja. Also die Moskitos waren anstrengend. Ich habe auch gefühlt, glaube ich, über 100 Moskitostiche. Mir persönlich hat im Endeffekt nicht gefallen, dass wir am ersten Tag so lange gelaufen sind. Nachhinein kann ich aber auch für mich im Gedanken festsetzen, es kann durchaus sein, dass es daran lag, dass die Affen nur an diesem Tag vielleicht da waren. Das weiß ich als Laie nicht. Mhm. Ne? Und deswegen kann man nicht sagen, ob es jetzt nur, wir hätten den zweiten Tag machen können. Also ich hätte es lieber am zweiten Tag gehabt, aber nachhinein kann man sagen, wir haben sau viel Schönes erlebt und im Endeffekt ja, war es halt. Wir haben im Endeffekt gesagt, wir können 10 Kilometer laufen. Also. Ja, nee, mir ging es halt darum, dass. Ich hätte es anders und persönlich gefunden, am ersten Tag nicht so viel, am zweiten Tag dann richtig dolle. Ja. Und dann halt dann dritten Tag nochmal ausklingen lassen. So wäre es für mich persönlich perfekt gewesen. Aber du weißt halt nicht, Katu. Ja. Katu weiß halt am besten, wie es ist. Und danach muss man sich richten, weil man lässt sich ja darauf ein. Deswegen fand ich es am, wo wir da waren, nicht so toll, aber nachher dann muss man sagen, anders ging es vielleicht nicht. Deswegen. Okay. Und das ist das Einzige, was ich zu bemängeln hatte, weil das Essen war gut. Auch für dich als Vegetarier. Ja. Die haben immer extra was gehabt. Ja. Gut, es war meistens so Reis, aber es geht dann halt nicht anders. Ist halt Reis. Was, wie viel rote Beete hast du schon lange nicht mehr gegessen? Ja, rote Beete war geil. Ne? Essen war geil. Früher aufstehen war kein Problem, weil wir sind früh ins Bett gegangen. Ja. Auch wenn wir ein bisschen fertig aussahen, dass ich dachte, dass es halt nochmal 4 oder 5 Uhr früh ist. Und es war halt auch heiß. Ne? Man darf halt auch nicht vergessen, dass es halt Regenwald ist und es ist heiß. Und ne? Es ist halt schwül und dann ist man halt nass durchgängig. Ja. Hat dir sonst was noch nicht gefallen? Nein. Nee, für mich war es tatsächlich nur die Moskitos, alles andere war fantastisch. Ja. So, dann kommen wir jetzt. Ich habe ein bisschen rumgeheult mit dem Laufen, Entschuldigung. Es hätte, also, ne, das lag an uns auch einfach, dass wir ein bisschen rumgeheult haben beim Laufen. Sag, bei mir ist es so ein Ding, sag mal mir, Robert, lauf 10 Kilometer, dann laufe ich 10 Kilometer. Wenn ich nicht weiß, wie viel, dann ist es so ein Kopfding bei mir ganz einfach. Aber jetzt, was hat dir gefallen? Alles. Es war unglaublich einfach zu sehen, die ganzen Tiere waren unglaublich da einfach. Du hast so viel gesehen, was man sonst in anderen Plätzen halt nicht sehen kann. Es war super interessant auch zu sehen, wie Katu halt die ganze Umgebung kennt und dass er halt einfach die Laute nachahmt und sie antworten ihm darauf. Und er hat dann Spuren gesehen und sagt, ach hier guck mal, da ist das Tier durchgelaufen vor ungefähr einer Stunde, es läuft in die Richtung und ich sehe da einfach nur ein paar Löcher im Matsch. Also, das war wirklich fantastisch. Also, Tiere in freier Wildbahn, ganz einfach. Ja. Das ist was ganz anderes. Weil du fährst mit dem Boot einfach da lang oder läufst und auf einmal, da ist ein Affe. Wir gucken, sehen die nicht?
Okay, gut. Und dann sehen wir und denken so, wow, ich habe immer nur gegrinst und das ist einfach nur das Schönste an diesem ganzen Ding. Das war fantastisch. Und auch, ich habe auch sehr gerne Katu zugehört, wie was er zu erzählen hat. Die ganzen Storys über was passiert ist, was er für Pläne hat. Ich habe es auch zu Rosalie gesagt, der hat mich sehr oft an meinen besten Freund erinnert. Mhm. Und wenn man halt eine Sache liebt, dann steht man auch dahinter. Also das ist. Ja. Und es war halt einfach auch für ihn ein hartes Stück Arbeit. Denn sie kamen ja trotzdem immer in seinen Wald. Das sind übrigens 6000 Hektar, die sie da haben, dass sie da schützen. Mhm. Er will auf 16 jetzt noch hochgehen. Also genau, er möchte gern 16.000 Hektar Regenwald dann haben. Und sie kam halt noch, er hat 2010 das Ganze begonnen und sie kam halt noch bis 2012 und haben zum Beispiel einfach seine Bäume gefällt und das Holz dann verkauft. Und da hat dann halt angefangen, musste irgendwie dagegen kämpfen. Hat anfangs noch die Polizei gerufen, aber die Polizei hat nicht viel gemacht. Also musste er selber dann halt Hand anlegen, ne? Er musste dann selber hingehen und was dagegen unternehmen. Und genauso wie mit den Wilderern. Also er musste auch die zweite Nacht, musste er auch nochmal raus um 3 Uhr morgens, weil er ein Motorboot gehört hat. Ja. Und dann hat er die Wilderer rausbegleitet aus seinem aus dem Gebiet. Und er hat es auch an den Wellen erkannt. Genau, also das ist einfach das. Er hört das halt auch, ne? Genau, er kennt diese Umgebung und die Geräusche so gut, dass er einfach ein Motorboot mal hört, was so 2 Kilometer weiter weg ist. Das ist halt das Ding, was er selber gesagt hat, ihr müsst mit den Ohren sehen. Also es ist eine schöne Aussage am Ende. Weil wenn du nur guckst, bist du verloren im Wald. Weil du siehst sie halt nicht, wenn, dann hörst du sie eher. Ja. Ich würde auf definitiv auch wiederkommen. Das war Punkt 3, gut, dass du es vorher sagst. Ich würde definitiv auch gerne wiederkommen. Also ich überlege schon nochmal in der Trockenzeit mal wiederzukommen, weil jetzt haben wir schon mal Regenzeit gesehen. Mhm. Jetzt würde ich echt gerne nochmal wissen, wie es ist in der Trockenzeit. Das kann man sich auf jeden Fall für die Zukunft überlegen. Und volontieren würde ich auch gerne. Vielleicht würde sie ja dann zusammen. Aber ja, zusammen halt dann, ne? Greifen. Aber keine Ahnung, also müssen wir dann erstmal schauen, wann das geht. Auf jeden Fall würde ich sehr, sehr gerne wiederkommen. Ja. Ne? Jetzt wolltest du noch was zu dem Projekt sagen. Genau. Er möchte eben gerne noch aufstocken, das Ganze. Und wir haben auch mit ein paar anderen Leuten da geredet und die meinten zum Beispiel, es ist nicht so einfach, einen Affen irgendwo anders zu sehen, einfach weil sie da gejagt werden. Und in dem Bereich werden sie nicht gejagt, das heißt, sie sind halt auch wirklich die ganze Zeit in diesen 6.000 Hektar, weil sie halt da recht ungestört leben können und dadurch, dass keine Abholzung ist, können sie halt auch genug Nahrung finden. Und jetzt möchte er gerne noch den Einheimischen zeigen, wie sie zum Beispiel aus dem Regenwald leben können, ohne ihn kaputt zu machen. Viele denken halt nicht weiter im Voraus. Sie sehen dann, oh, da ist ein Acai-Baum, ich brauche die Früchte, ich säge den Baum ab und nehme die Früchte. Was natürlich nicht funktioniert, weil sie haben dann im nächsten Jahr keine Früchte mehr und müssen weiter suchen gehen. Und genau dieses Umdenken versucht er hier den Leuten einfach zu geben. Er gibt mit diesem Projekt ganz vielen Menschen Arbeit und eine andere Alternative als zu jagen oder Holz zu fällen. Das musst du auch machen, weil sonst würden sie niemals von ihrem Lebensstandard abkommen. Genau, und diesen Deal, den er eben mit den Communities da hat, dass er den Kindern die Schule dann da bezahlt, das ist halt genau der Plan dahinter, weil den Alten, den kannst du nicht mehr viel beibringen und den Kindern, den kannst du dann noch mal ein paar Sachen beibringen und den kannst du halt eine andere Alternative geben als zu jagen, weil dann lernen sie kein Jagen, also hat er dann schon mal das Problem später nicht mehr so dolle. Ja. Ganz einfache Logik. Ja. Also ist auf jeden Fall ein schlauer Mensch. Und auch definitiv ein Projekt, was man wirklich unterstützen kann. Ja. Zum Beispiel der rote Huacari, den gibt es sonst nicht so oft. Der ist sehr, sehr, sehr selten. Und hier siehst du ihn halt einfach. Ne? Du siehst ihn hier und du hast ihn da. Wir hatten das Glück, ihn zu sehen. Also es ist wirklich ein sehr unterstützenswertes Projekt. Alle Links dazu natürlich in der Infobox. Ne? Ja, gibt's noch was zu sagen? Ich fand's toll. Also es ist auf jeden Fall lohnenswert. Wir sind doch gestern durch die Stadt gelaufen und da hat man Plakate von anderen Anbietern gesehen. Ja. Da sieht man halt, wie eine Person einen Affen im Arm hat oder so. Ja, das sollte das nicht so sein. Das ist unrealistisch, weil ein normaler Affe in freier Wildbahn kommt nicht zu dir. Das heißt, die machen das anders. Die fangen die Tiere und lassen sie vorher kurz mal frei, dass du sie dann sehen kannst. Und das ist eben hier nicht. Hier sind sie wirklich frei. Unterstützt lieber was. Genau. Ja. Und das wäre halt Tapiche.
Es war jeden Cent wert. Das Gute ist, ich weiß nie, wie viel wir ausgeben bei Rosalie. Das war ist egal. Aber es war wunderbar. Es war jeden Cent wert. Genau. So. Über eine Enge. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüss.